Ja, der Eingang ist ein guter Eingang. Welcher Eingang denn? Der, wo wirklich das Schild steht, willkommen am Eingang? Oder... Oder das, wo halt... Ja, oder der richtige Eingang. Quasi beim Schrein vom Triforce in der Nähe. Ist das halt die Frage. Okay, alles klar, Verutz. Hören wir mal auf den Verutz. Verutz. Der war. Als Ausgangspunkt nehmen wir jetzt einfach mal den Eingang gleich. Ich hoffe, ich finde da nochmal hin. Ich glaube, für den Eingang muss ich bloß hier links, rechts sehen. Der Weg, glaube ich, da. So. So. Alles klar, bin am Ausgangspunkt. Gut. Start. Hoch, rechts gehen und dann bei den vier Türen. Okay, das hört sich sehr schlecht an. So, ich bin da. Sorry, YouTube, aber das Spiel ist genial. Alter, gib mir jetzt keine Dislikes, weil das Spiel so scheiße ist, ja? Und es sich eigentlich in die Länge zieht. Ach, habt ihr schon gemacht? Na, dann halt du. Was soll's. So, ich achte jetzt auf den Chat hier. Gute Nacht, Enderlord. Und danke fürs Subscriben. So. Wir warten jetzt hier. Der Chat ist fleißig. Der Chat guckt gerade nach. Verutz, the weird guy, Finn. Guckt alle nach, wie wir jetzt hier von dem Ausgangspunkt zu dem scheiß Eisstab kommen. In dem Raum mit den drei Wegen zu gehen. Und dann nach unten. Wir haben noch. Verutz, wir haben doch gesagt, von hier aus. Irgendwie versuchen wir dann den Raum mit den drei Wegen zu gehen. Und dann. Unten zur kleinen Plattform und dreimal den Porter. Naja, okay, ich probier's mal. Ich versuch's mal. So, war das nicht so? Also hier ist jetzt ein Weg mit. Hier ist jetzt ein Raum mit drei Wegen. Das ist es aber nicht, oder? Du meinst den anderen, wo ich das schon mal versucht hatte. Ist es der hier? Ich meine, es sind drei Wege. Oder ist es halt der hier? Da sind auch drei Wege. Okay. Jetzt rechts und hoch. Was? Nicht der. Okay, ich bin hier schon ein zweiter Young. Wie sieht's hier mit dem aus? In den Raum mit dem Beinstachel links. Alter, findet es wieder so viel geschrieben. Hat die 8, das könnte er selber machen bei YouTube. Hoch, hoch! Nach rechts! Hier geht's nicht nach rechts. So. Warte mal, ich warte jetzt eigentlich nur auf Verutz. Wenn man in den Raum nach unten geht, ist eine kleine Plattform in dem. Okay, in dem Raum nach unten gehen. Okay, wartet. Ja, hier ist eine kleine Plattform. Das ist eine kleine Plattform. Mit einem Porter. Ne, ein Porter ist hier nicht. Dauert der Stream noch lang? Tja, fahr mit den Entwickler. Andere sagen nach oben. Wenn du im Raum mit den beiden Stacheln links und rechts bist, wo du ganz knapp vorbeikommst. Ach so. Aha, zum Eisstab kommst du im folgenden Weg. Eingangsschild, erster Raum. Geradeaus, dann rechts und dann nach oben mit den Enterhaken rüberziehen. In den. Ja, ja, was? Ehrlich? Alter, hier war auch noch so ein komischer Raum. Was? Hör am besten auf. Hör am besten nicht auf, Kino, okay. Jetzt ist es schon los, ey. Jetzt wird hier schon andere Sachen verarscht. So, das hier oder was? Also, das ist ein Raum mit drei Wegen und beiden Stacheln. Ist das jetzt hier der richtige? Ich warte mal kurz hier. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig, Mann? Wow. Wow. So, okay. Finn meint da. Ja, hier bin ich richtig. Finn sagt ja. Finn hat die googelt. Finn ist mein Mod. In dem Raum mit den beiden Stacheln links und rechts, ja, nach unten in den Raum, dann in das Portal gehen. Dann nochmal in das Portal. Nochmal in das Portal. Dann den Weg runter und zum unteren Raum. Okay, warte. Warte, Finn. So, der Raum mit den drei Stacheln, den hat auch Verutz gemeint. Hier jetzt runter und dann in den Porter. Dreimal, ja.
Eins. Dann nochmal den Portal. Zwei. Nochmal in das Portal. Dann den Weg runtergehen. Zum unteren Raum. So, dann den Weg nach rechts. Bisher stimmt alles. Dann durch den Porter. Nochmal Porter. Fertig. Okay, so. Hier, durch den Porter. So, und nochmal Porter und fertig. Ey, bist du denn behindert, der Typ, oder was? Woher soll ich denn das wissen, Mann? Dankeschön, Finn. Präzise und schnell. Danke auch an Weird Guy. Danke an Verutz. Ihr wart ja die Typen, die ich am meisten gelesen habe. Der Typ hat sie doch nicht mehr alle, ey. Was ist denn das für ein Game Design? Warum ist der Eisstab hier unten? Was ist denn für eine Reihenfolge, Mann? Aber wir haben es geschafft, ey. Endlich. Endlich. Jetzt besitzt noch diesen scheiß Boss, Alter. Und dann ist hier aber. Dann sind hier aber für heute die Lichter aus. Wie kam ich nochmal zu der Boss-Tür? Wartet mal nochmal zurück. Ja, Google ist hier der. Finn ist hier der richtige Google-Boss, Alter. Warte, irgendwie, wie kam ich jetzt nochmal zur Boss-Tür? Der war da eigentlich nicht so schwer, da war ich da auch ein paar Mal. Warte mal, bei der Boss-Tür war ich auch ein paar Mal. Laut den Save-State, bist schneller beim Boss. Ja, ich bin ja nur verarscht hier, ey. Ups. Das sollte, glaube ich, nicht passieren. Ja, der Entwickler hat natürlich, der hat super designt. Das kann man nicht schaffen, ohne das zu googeln. So. Ja, Marco Somus, alles klar. Der hat sich aber auch nicht mehr gemeldet. Der Sykes-SA7 hat sich nie gemeldet. Ich glaube, der mag mich nicht mehr, also gucke ich ihn auch nicht mehr. So. Wie kam ich jetzt nochmal zu dem Scheiß-Boss? Also hier war das irgendwie nicht. Dann sagt mir die Mucke wieder auf den Nerv. Der Boss war doch an sich, der war doch nicht schwer zu finden. Der war doch eigentlich leicht, oder nicht? Hier war's nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Oh Mann. Komm, jetzt sind wir so kurz davor. Jetzt sind wir wirklich so kurz davor. Ihr solltet halt echt ja noch schaffen. Den euren Boss einfach besiegen. Den scheiß Boss. So. Och, Mann. Alles wieder falsch hier gelaufen. Nein, Eishop ist doch cool. Wer weiß, ob ich den da irgendwann brauche. Der wird da hier bestimmt noch den. Also, Conclusion: Wenn du A Link to the Past nicht kennst, es gibt nämlich einen Boss, der ist aus Feuer und Eis. Und wenn ich Pech habe, muss ich den noch genauso besiegen. Mit Feuer und Eisstab. Nur mal so! Falls du es nicht gewusst hast. So, ich fühle mich hier komplett verarscht, Mann. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ich komme immer wieder zu irgendeinem Scheißeingang. Das ist zum Kotzen. Jetzt sind schon alle wieder schlafen. Schlaft schön. Ja, beim nächsten Stream suchen wir uns dann hier den Dungeon von Darunia, mit dem ich mal den Turm durchkomme. So, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Bin ich überhaupt richtig? Wir kommen ja immer wieder, wo bin ich hier überhaupt? Kurz mal entspannte Mucke. So, und das war's. Sind immer noch fast 400 Leute, die zugucken gerade um die späte Uhrzeit. So, wir haben jetzt alles hier erledigt. Wir brauchen jetzt bloß noch den scheiß Boss platt machen. Der aber übelst am Rumbuggen ist. Was abkotzt. Ups. Jetzt bin ich wieder hier. Vielleicht komme ich auch wirklich einfach, vielleicht komme ich auch nicht mehr hier zum Boss. Wartet mal. Aua. So. Nochmal kurz von hier aus. Aber naja. Ja,
Ich würde so ja wissen, wo ich nochmal zum Boss komme, ey. Alter, what? Klasse, ey. Kopfschütteln kann ich dazu nur sagen. Weiß irgendeiner Bescheid, ob das hier der beschissenste Tempel ist? Also ist das hier der letzte, der richtig kacke ist? Oh, so dämlich einfach nur designt ist. Ich weiß nicht, soll das kreativ sein? Die Mucke macht mich auch aggressiv langsam. Ach. Oh Gott. Mann. Wo ist denn jetzt nochmal dieser Scheiß, ey? Ach. Okay, Metal Gear, den alten Eisboss werde ich nicht treffen. Aber wir haben trotzdem jetzt den Eiswad gesammelt. Zum Boss vom Schild aus. Nach oben, oben, oben. Geht sogar so weit nach oben. Rechts oben, Porter und. Na, hört auf. Naja, Kino, schon klar, Mann. Schon klar. Verarsch mich nicht. Jetzt wirst du gebannt. Nein. Ach, Mann, ey. Jetzt komme ich wieder nicht zum Boss. Finn, kannst du nochmal gucken, wie ich vom hier Start aus Punkt zum Boss komme? Ich glaube, das geht einfach schneller. Bitte, Finn. Es geht doch gar nicht dreimal nach oben. Aua. Oben. Oben, oben. Rechts. Ich probier's einfach mal. Ich probier aus, was Kino Sunwaku sagt, obwohl er mir gesagt hat, ich soll nicht auf ihn hören. Ich probier's einfach mal aus. So, oben. Dann jetzt Porter. Ups, vergessen. Porter. So, unten, unten. Ja, unten, unten. Porter. Oh Gott, ey. Unten. Unten. So, dann Porter. Porter. Und nochmal Porter. So, und was war denn andere jetzt? Müssen wir ganz kurz. Kino, kannst du nochmal schreien, bitte? Kino, bitte nochmal. Ist doch gleich geschafft, oder? Ja, Awaken Style, Let's Play. Quasi nichts verpasst, ja. Außer wir haben den Eisstab gefunden. Rechts. Unten, unten, Porter, Porter, unten, rechts, jetzt nochmal nach oben, Porter, Porter, oben. Okay, mal gucken. So, Porter, Porter, oh, Gott sei Dank, Alter, und nach oben. Oh, Gott sei Dank, danke, Mann. Dankeschön, Kino. Wir haben es geschafft. Jetzt muss man den scheiß Boss besiegen, ey. Dieser Tempel ist so beschissen einfach nur. Beschissen. Ups. Nee, ich brauche ein bisschen Energy. Ich muss jetzt mit der Energie, die ich habe, klarkommen. Was ein bisschen kaki ist, aber... Naja. So, also, wir haben einen wunderbaren Boss. Der uns kalt macht. Indem wir nichts machen können. Kann ich nicht irgendwie in der Tür drin stehen bleiben? Alter, nicht, ey. Nicht irgendwie... Steht er einfach wieder zurück. So, jetzt noch den Boss. Dann sind wir heute wirklich fertig, Alter. Kann ich nicht irgendwie schneller besiegen? Geht er nicht irgendwie schnell zu besiegen, einfach? Ja, man, drei Schläge bis down, nicht wahr? Wo? Boah, dass man da runterfällt. Und dann alles nochmal machen muss.
Ey, der Designer, Alter. Ey, wenn die dumme Sau Facebook hat, ne? Alter, ich such mir seine Adresse aus. Weil wie kacke er die Dinger eingestellt hat, dass die noch krasser schießen als jemals zuvor. Na, ich muss irgendwie erstmal hier. Warte, ich will versuchen, viel auszuhalten, um möglichst meine Mana irgendwie und so. Komm schon. Oh Gott, das dauert alles viel zu lange, ey. Kann ich hier nicht irgendwie. So eine Scheiße ist das. Ja, ich kann nicht am Anfang warten. Gute Idee, am Anfang warten, aber guck mal, das geht nicht. Jetzt hier irgendwie. Ich werde ja die ganze Zeit beschossen. Ich sterbe ja trotzdem hier, außer ich könnte hier irgendwie. Okay, irgendwie so klappt das. Mal klappt's nicht. Oh Gott, ey, ja, auf jeden Fall hat er jetzt da. Jetzt hat er sich doch noch so scheiße festgebackt. Da kriegt ihn noch niemals besiegt. Ups! Ich habe das falsche Ding ausgerüstet. Ach! Ah! Oh Mann, ey. Ich kann einfach nicht. Ich will ihn einfach killen. Ich kann einfach nicht. Ich will einfach, wenn er da so rumsitzt und so, ich will ihn einfach platt machen. Hier, Mann. Mist. Treffer 1. Ich verstehe nicht, wie das manchmal klappt, dass ich den hier irgendwie treffe und manchmal nicht. Wieso? Wieso schlägt das mich denn nach vorne, wenn es mich von der Seite trifft? Ganz komisch, ey. Das ist doch shit, Alter. Oh, sag lieber ja! Ja, los, komm schnell! Los, schnell! Ja! Jetzt packt das Spiel aus, wieder mal spannend, Alter. Und jetzt? Also, ich hab's irgendwie geschafft. Ja, Kristall spawnt dann nicht. Na, natürlich, ey. Na, natürlich. Also der Kristall spawnt halt nicht, wenn ich nicht vorher die ganzen Bretter kaputtieren lasse. Die ganzen scheiß Platten hier. So, dann verzieh ich mal in irgendeine Ecke. Aber nicht hier zu uns, Mann, hau ab! So. Mann, warum dauert das auch so lange, ey, der Scheiß? Ganz im Ernst. Ohne Spaß. Aber hier bin ich doch auch voll in der Scheißposition, ey. Ja, selbst wenn jetzt die Dinger alle weg sind, der wird doch wieder getroffen und fliegt wieder weg. So, jetzt ist es bald fertig, also jetzt. So. Ja. So, alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Ja, der Boss hat hier fast alles. So, jetzt einfach mal ein Safe State, wa? Einfach mal ein Safe State setzen. So. Komm schon! Mann! Komm her, du Sau! Ja! Oh! Na klar, ey, jetzt komisch! Alter, Sching, 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 Alter! Mann, kannst du aufhören zu schießen? Oh! Mann, ey! Das ist so kacke, das scheiß Spiel, ey! Was zum. Oh, jetzt gut. Oh, Mann! Dann prallt man voll ab in ihn rein, ey. Was ist denn für ein scheiß Designed Game, ey? Oh! Alter. Oh, Mann! Voll. Oh, jetzt gut getroffen.
Was ich jetzt machen könnte, ist so lange warten, bis ich wieder meinen Stab einsetzen kann. Boom. Das war's. Wow. Komm schon. Wow, nur ein Treffer, oder? Wow! Mann, ey, das ist so kacke, ey. Ja. Also Marcel, also ganz ehrlich, Marcel, ich finde es so schade, dass du mit ohne Safe State spielst. Ich hätte mir liebend gerne 1000 Parts angeguckt, wie du einfach nur ein und dasselbe hier machst. Also bin ich ein bisschen enttäuscht, Marcel, tut mir leid. D-Abo. Alter, wieder ein Double Hit hier, ey. Voll. Mann! Ups, mein Bank hier. Hallo! Hallo! Alter, wie man da abprallt! Voll in die Ecke! Ich muss aufpassen, es ist schon zu spät. Nicht mal, dass meine Nachbarn ausrasten. Die haben kleine Kinder. Muss ich aufpassen. Scheiße, Mann, das wäre jetzt beinahe gewesen, ey. Fuck. Ich muss jetzt, glaube ich, echt. Ist jetzt schon so weit? Ich muss bei jedem guten Treffer ein Safe State setzen. Ernsthaft? Komm schon. Nein. Nein, nein. So, Safe State. Ich muss jetzt für jeden scheiß Treffer ein Safe State setzen. Safe State. Oh Gott. Stirb! Stirb, du Arsch! Arschkind! Oh! Ah, Mann! Quell, du Arsch! 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 Oh Gott, ey. Nein! Oh, Mann! Alter! Mann, ich bin immer zu nah dran! Scheiße, ich fall da immer runter! Mann! Och! Wer verteidigt sowas? Na, ist das wirklich cool! Alter, hört ihm auf zu schießen! Alter, wie die immer noch ballern! Ich kann nicht Stopp machen, ich kann nicht Stopp machen! Ja, geschafft! Oh Gott, ey. Zelda! Wir haben schon Zelda gefunden. Ja, hallo. Ja. Ich bin's mal wieder. Ja. Die ganz speziellen Bedeutungen haben meine Aufmerksamkeit erregt. Das ist genau das, was das Triforce getan hat. Wenn irgendjemand dafür beschuldigt werden sollte, dass dieser Krieg entstanden ist, so hätte es das Triforce sein müssen. Ja, ironischerweise ist das das einzige Ding, was jetzt noch die Welt retten kann. Menschen machen Fehler. Menschen sind irgendwie, wie zum Beispiel ein Hack machen, ein scheiß Hack machen. Ja, Menschen machen Fehler. Menschen sind irgendwie gierig nach Fails und sind eine machtgierige Natur. Wie der Entwickler dieses Hacks. So, es ist irgendwas, was wir nicht ändern können, aber wir arbeiten dran. Deswegen kam auch Version 1.1 raus. So. Nachdem ich in den Turm gegangen bin, habe ich irgendwas Fieses erwartet. Lügen und Korruption. Entschuldigen, irgendwas. Aber nicht, dass ich meine Reisenden Gefolgsleuten nicht vertraut habe, aber das ist nur die menschliche Natur. Morgen werden wir den parallelen Turm verlassen. Ich glaube nicht, dass wir erfolgreich sind. Vielleicht ist es ja ein Schicksal und so, dass wir von Monstern überrannt werden in dieser Welt. Oder dass die Welt von Monstern erobert wird. Es klingt zwar scheiße, aber ich habe Hoffnung. Vielleicht renne ich irgendwann mal an einen Helden, der uns hilft. Mein Hinweis ist Nummer 6 und er sagt, drücke und halte die rechte Schulter und die blauen Knöpfe. Okay, und die, ja. Das ist das Ende. So. Viel Spaß. Und Glück. Feierabend jetzt. Was meint ihr denn hier jetzt? Oh, shit.
Holy shit. So. Safe State. Feierabend, Leute. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Stream. 3 Dungeons fehlen noch. Tschüss, Mann.